Lass dich mal anschauen hier, ne? So, zeig mal deinen knackigen Hintern und deine hübsche Gesichtsbehaarung. Oh ja. Sieht genauso aus wie ich, verdammt. Seid ihr Zwillinge? Ich habe schon einige Mods an meinen. Ja, man sieht schon, du hast schon ein bisschen mehr inzwischen freigeschaltet, hat schon ein bisschen gespielt. Ladies and Gentlemen, ein herzliches Willkommen, ja, für mich zumindest zurück in der The Division Beta, aber wir sind jetzt schon eine Stufe weiter, nämlich in der Open Beta, die quasi für alle offen ist, und ich begrüße an meiner Seite The Götzler und Robli, grüßt euch. Hallo. Servus. So, The Götzler hat heute den Nachmittag schon ein bisschen gesuchtet, ist schon ein bisschen weiter als wir, Robli ist noch völlig jungfräulich am Start. Ja. Und befindet sich genau gerade wie ich hier im Charaktereditor. Der ist jetzt hier in der Beta noch ein bisschen abgeschwächt. Wir können uns also zwischen einem weiblichen und einem männlichen Charakter entscheiden und können dann das Aussehen aber nur nach dem Zufall gestalten, noch nicht irgendwie manuell anpassen. Das Alter, geht es ja. So. Das wird dann aber sicherlich noch in der Vollversion drastisch anders sein. Also da wird man wahrscheinlich auch in der Lage sein, so gut wie das hier aussieht, sich selber zu erstellen, denke ich mal, wenn man das möchte. Natürlich. Ganz wichtig dann auch die Breite der Nasenlöcher und solche Geschichten, ne? Genau. So, ich nehme jetzt einfach mal eine Lady, weiblich. Ich nehme einen gut aussehenden älteren Herrn. Fügt sich, glaube ich, ganz gut in das Setting ein. Wen nehme ich denn? Ich nehme ich nehme eine Asiatin. So, den Kopf kann man ein bisschen bewegen. Ich habe gerade schon Start gedrückt. Wundervoll. So, R1 bestätigen. Alter, okay. Wie viele kommen denn da noch? Der Götzler ist anscheinend schon mitten in irgendeiner Mission drin. Ja. Oh ja. Hier geht's auch gerade ziemlich durch zur Sache. Genau, wir fuchsen das jetzt mal aus. Also in der Klaus-Beta habe ich ja im Endeffekt nur ein bisschen alleine rumgefummelt. Jetzt sind wir zu dritt unterwegs. Bleiben Sie wach. Gucken uns dann gleich alles mal in Ruhe an. Genau. Nachdem hier die erste Filmsequenz durchgelaufen ist. Hören Sie! Das wird wieder. Oh ja. Hey, momentan geht es Ihnen besser als mir. Also ich muss sagen, so vom Design und von der Aufmachung würde ich mich auf jeden Fall nicht beschweren. Grafisch sieht es auch nicht verkehrt aus. Es sieht sympathisch aus. Es ist jetzt nicht der Oberhammer, aber es sieht vernünftig aus, ne? Ja, aber das hast du ja beim Open-World-Spiel immer. Ja. Ui, ich kann sogar einen Aufzug benutzen. Ui. Du gehörst da schon bei den ganz großen Highlights, den Aufzügen. Ich dachte immer, Aufzüge sind eine Spezialität von Halo. Okay. Ah, nicht mal ein Kampfheli, sondern so ein Nachrichtenheli, das ist ja cool. Das passt richtig gut rein ins Setting. Tja, wir haben keine Zeit. Ich vertraue Ihnen, das muss ich wohl. Ich hoffe bei Gott zurecht. Kontaminierte Zone. So, also mein Hubschrauber ist gerade gelandet. Mhm. Willkommen am Hudsonpier! Keine Ahnung, was Sie da erreichen wollen! Hinter diesem Tor liegt ein gottverdammtes Kriegsgebiet! Wer hat hier den Befehl? Captain Benitez! Er leitet die Evakuierung am Madison Square Garden, aber wir haben den Kontakt verloren! Sag mal Bescheid, wenn du den Filmsequenz fertig hast, McGraw. Ja. Niemand zieht von hier ab! Wir holen uns die Stadt zurück! Ich höre gerade noch der Einäugigen zu. Ich komme hinterher! Viel Glück, Sie werden es brauchen! Sieht gut aus. Zack. So, jetzt bin ich drin. Okay, sehr gut. Also ich muss schon sagen, so von Synchronsprechern, auch die Deutschen sind gut. Also da hast du auch irgendwie das Gefühl, das sind so ein paar, die man aus Film und Fernsehen kennt. Also die waren ganz gut gelungen, finde ich. Grafisch, wie gesagt, Open-World-Spiel, das sind jetzt nicht so krass atemberaubend wie vielleicht... obwohl, die Wassereffekte sehen auch nicht schlecht aus hier unten und Lichteffekte und so. Ja. Was natürlich der Grafik dann auch ein bisschen zugute kommt, was heißt zugute, was sie ein bisschen schont, ist natürlich auch das Wintersetting, ne? Also wir müssen zumindest keine einzelnen Blätter schon mal animieren, ne? Das ist wohl wahr. Es passt trotzdem gut ins Spiel einfach rein, dass du auch zusätzlich noch diese Gefahr der Kälte hast. Vielleicht kommt es in der Story dann auch irgendwie nochmal mit rein. Oh, und mein Controller hat gerade wieder, super, meine Tante läuft im Kreis. Ich habe hier meinen relativ neuen blauen PS4-Controller, der scheint irgendwie rumzuspacken. Ich laufe gerade im Kreis. Sehr schön. Ich warte mal auf dich, bevor ich da reingehe, dass wir das gemeinsam machen. Da komme ich dann nicht rüber. Optisch, wundervoll. Optisch sehr, sehr schön, finde ich. Operationsbasis erreichen. Aber ich bin schon sehr gespannt auf das Spiel. Ich bin, ehrlich gesagt, einer von den wenigen Leuten, die wirklich richtig skeptisch sind. Weil ich das Gefühl habe, es kann richtig gut werden. Aber ich habe eben einfach Sorge, dass es
doch wesentlich schlechter ist, als man sich das wünscht, dass es die Erwartung nicht erfüllt. Aber ich möchte das Spiel nicht schlecht reden, solange ich es noch nicht gesehen habe. Jetzt sind aus mit Graf, bist du jetzt wieder? Okay. Alles gut. Danke. Es ist überhaupt nicht unhöflich. Wundern wir so lange noch ein bisschen die Kulisse. Kann man schon noch was machen? Waffe nehmen oder so? Ich glaube noch gar nichts. Nee, im Lager kannst du keine Waffe nehmen. Ah, okay, ich merke schon. Ja, keine Möglichkeiten. Also grafisch so sieht es auf jeden Fall schon mal nicht schlecht aus. So von Open World Spiel auf jeden Fall ordentlich. Auch wenn es wahrscheinlich wieder einige wenige gibt, die da Kritik äußern werden, weil es nicht so schön aussieht wie in den Trailern, aber das ist ja normal. Doch, sicher. So, McRalph ist back. Also, sehr gut. Fast. Jetzt hör mich auch meine Zuschauer wieder. Es gibt ja ein rein professionelles Gameplay und rein professionelle Let's Plays. Man sieht, McRalph hat sich vorbereitet, einen Ersatzcontroller direkt beiseite gelegt und so. Genau, genau. Das ist halt einfach, wenn man einen neuen Controller das erste Mal benutzt und ihn vorher nicht testet. Ne? Das sind so die, naja. Naja, aber das man erwartet ja nochmal, ob das die Hardware funktioniert, wenn man sie gerade gekauft hat. Mm. Der Rauch, der sieht auch nicht so verkehrt aus. Okay. Ich kann laufen, jetzt, das ist so toll. Bist jetzt direkt vor diesem Zelt. Ich laufe jetzt, genau, ich laufe jetzt durch dieses Zelt durch. Sehr gut, dann gehe ich jetzt auch rein. Okay. Genau, da passiert jetzt auch nicht viel. Ja. Aber sieht auf jeden Fall erstmal gut aus. Ja, sieht nice aus. Man kann auch den Leuten, die hier so rumstehen, mal ein bisschen zuhören. Die erzählen sich dann irgendwas. Das ist alles wundervoll. Klingt auch gut vertont. Auch, dass es das so ein bisschen schallend klingt. Vielleicht fehlt gerade der Begriff, dass sie halt so echt so... Es klingt so, als hätten sie diese Gasmaske wirklich auf. Das ist gut gemacht, dass du nicht einfach nur den Ton hörst. Mhm. Rechts ist wahrscheinlich so der Opferaltar, wo man die ganzen Leute sieht. Ah, warte mal. Hier ist schon ein Spieler. R klein 1. Das heißt, wahrscheinlich können wir uns dann hier irgendwie doch sehen, oder nicht? Ja, das ist die Frage. Ich bin jetzt gerade mal durchs Zelt durchgegangen, also irgendwie, und das wäre jetzt mal der erste Test eben für dieses Koop-Spiel. Wie schaffen wir es jetzt, miteinander in Kontakt zu treten? Ja. Also wir haben halt zusammen jetzt hier diesen Party-Chat im Hintergrund auf und sind eigentlich in der Party drin. Ich hoffe, du bist nicht Avenger 1-1. Definitiv nicht. Nee. Ich würde mal vorschlagen, dass wir einfach hier einen kleinen Cut machen und gucken, dass wir uns zusammenfinden, dass sie jetzt nicht so ewig warten müssen, bis wir das hingekriegt haben, und dann sehen wir uns hier gleich in ein paar Sekunden wieder. Ja, so machen wir das. Alles klar. Bis gleich. So, hier sind wir zusammengefunden. Ging sogar relativ flott. So, der McRalph hier als Asiatin neben mir. Ja. Ja, sehr hübsch. Extra kurze Haare, dass ich die nicht so oft waschen muss, weil Wasser ist Mangelware im virusverseuchten New York City. Ja, wir haben Schnee. Wir haben Schnee. Man kann sich ja die Haare mit Schnee waschen. Ja, aber nur nicht mit gelbem Schnee. Hm? Alter, was geht denn? Okay. Ja, falls ihr euch wundert, wer da hinten rummault, also der Götzler ist noch irgendwo mitten in New York und lässt sich gerade umbringen und wir können ihm auch noch nicht helfen. Ich bin im Madison Feld, Lazarett. Okay. Lieber McRalph, wir wollten jetzt der Hauptstory folgen, dann folgen wir einfach mal der Hauptstory, oder? Dann folgen wir mal. Was da wohl passiert, liebe Zuschauer? Die erste Mission mal widmen. Also wenn du für die linke Taste drückst, rennst du übrigens. Das ist toll, oder? Ja, der Programmer McRalph hier, der kennt sich aus. Wir gucken uns mal noch das gar nichts an, einfach erstmal zur Hauptmission, würde ich sagen. Sag mal, starrst du mir auf den Hintern? Ja, schon. Zu Recht. Ich dachte, das gefällt dir? Zu Recht. So, Ihnen stehen Options. Fertigkeiten zur Verfügung. Genau, wollte ich auch gerade sagen, ja. Drücken Sie Options und begeben Sie sich zum Fenster Fähigkeiten, um eine Fähigkeit anzulegen. Aber pass auf, Jeno, du spielst es ja das erste Mal, also du hast die Ehre und darfst das alles vorlesen. Sehr schön. Okay, ist toll. Fertigkeit verfügbar. Ihnen stehen jetzt Fertigkeiten zur Verfügung, wie Ralph auch gerade gesagt hat. Also sind jetzt hier im Fertigkeitenbereich und könntest jetzt hier eine Fertigkeit aussuchen. Du machst immer ganz gerne Medic, habe ich gehört, McRalph. Ja, da muss ich nicht so viel schießen oder vor allem nicht so viel daneben schießen. Und ich denke mal, Götzler, du bist wahrscheinlich eher so auf Sicherheit gepolt, oder? Dass du den ballistischen Schild und sowas nimmst? Oder was hast du geskillt? Ich habe die Haftgranate. Okay, also Technologie. Okay, dann mache ich das ballistische Schild und du machst auf Medizin, oder? Also ganz am Anfang hatte ich nur den Staub, der hilft am meisten eigentlich, finde ich. Der Staub? Ja, das ist auch so ein Spielzeug, Staub. Wo du die Gegner markieren kannst. Ja, was weiß ich, wie das heißt. Der Impulsgeber. Verschickt einen Spürimpuls, der Gegner und Verbündete durch Mauern und Deckungen markiert. Ah ja, okay. Na, das kannst du ja dann übernehmen, McRalph. Dass du mir verrätst, wo die sind. Und ich habe ein Schild dabei, damit ich uns gegebenenfalls ein bisschen Deckung noch schaffen kann. Super. Aber später wird bestimmt noch eine Fähigkeit freigeschaltet, wenn wir Staub vom Boden aufheben und es dem Gegner in die Augen streuen können. Ja, McRalph. Passt schon.
Ja, ja. Ist doch beeindruckend. Oh, ah, jetzt warte mal. Bleib mal kurz stehen. Ich höre mal hier mein Schild hin. Geht das? Ah ja. Ah, cool. Und dann kann ich damit rumlaufen. Lässig. Nice. Immer schon hinter mir bleiben, ne? Ich seil mich hier gerade auf jeden Fall durch den Aufzug ab. Kann ich hier auch wieder entfernen? Obli, schlafen die hier alle? Ja. Denen geht's gut. Keine Sorge. Warum haben die alle ihre Decke über den Kopf gezogen? Na, weil es kalt ist. Ach so. Das ist einfach ein moderner Schlafsack. So ein Cira ist die Firma, die die herstellt. Und dann kann man sich hier so ein bisschen hinlegen und in Ruhe schlafen, so gruppenmäßig. Und okay, kuscheln. Okay. So, ich benutze auch mal bei R1 meinen Staub. Schau. Zoom. Hast du es gesehen? Nice. Ich sehe das auch, wenn du das machst. Cool. Ja, keine Bedrohung gefunden. Das ist schon mal gut. Hat es eine Nachladezeit? Überspringen. Hat es, ja. Es hat einen Cooldown. Mein Skill auch. Also ich finde es ein bisschen unsinnig, dass meiner das Schild dann wegwirft, ne? Der nimmt es so, wenn ich es nicht mehr brauche, schmeißt er es einfach auf den Boden. Ein sogenanntes Einwegschild. Genau. So, aber was man sich bei dem Spiel natürlich bewusst sein muss, ist, dass wir es mit keinem klassischen Shooter, sondern mit einem RPG, ne? Mit einem Rollenspiel zu tun haben. Ja. Ja. Ah, und cool, deswegen haben wir bei den Fähigkeiten eben auch Stufe Cooldown 2 bis 4. Das ist ja cool gemacht, auf jeden Fall. Dann lass erstmal in die Richtung hier zur Hauptquest weitergehen. Ja. Das haben wir schon mal sehr cool gemacht, dass du so siehst, in welche Gebiete sozusagen du am besten noch nicht gehen solltest, wenn du halt ein niedriges Level hast und so. Das ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Das ist so unübersichtlich, ne? Findest du uns gar nicht? Nee, ich finde es immer sauschwer zu finden, wo man überhaupt hin will. Bist du immer noch im Madison Square Garden? Wir sind jetzt gerade unterwegs zur nächsten Mission. Du könntest uns ja theoretisch beitreten, dann müsstest du uns auch auf der Karte oder so sehen, glaube ich. Ja, ich muss nur noch meine Mission beenden. Das muss ja nur noch hinlaufen. Okay. Das ist auch ganz wichtig in der Beta, damit man den Spielfortschritt nicht verliert. Mhm. Ah, hier laufen sogar noch Zivilisten rum teilweise. Das finde ich gut. Zivilist wird gescannt. Oh, die haben Angst. Ja, natürlich haben die Angst, wenn wir mit Waffen rumlaufen und auf sie zielen. Ah, guck dir mal die Autos an zum Beispiel. Das stimmt. So, kann man Scheinwerfer zerschießen? Ja, oh, kann man. Ja, sehr gut. Sehr beeindruckend sogar. Kreis klettern wir. Mit A, X geben wir Deckung. Also, wie mit Kreis. Da vorne ist immer eine Waffe, ne? Ah, das ist auch ein Verbündeter. Sah nur so aus. Also sieht auf jeden Fall schon mal ziemlich nice aus mit dem Rauch und so. Also wie gesagt, und auch Lichteffekte und so sehen echt fett aus. Also das muss man sagen. Das ist cool, wenn man jetzt hier in die Sonne reinläuft, ne? Ja. Ist richtig gut gemacht. So, da scheinen alles Zivilisten zu sein, die hier rumjagen. Gut. Okay. Sollen wir echt nach Pennsylvania weitergehen, was eigentlich Stufe 3 bis 5 erst ist? Okay, machen wir mal. Also, der Wegpunkt sagt es zumindest, dein Navi. Genau. Aber wie das auch im wahren Leben ist, man sollte nicht immer seinem Navi folgen, nice. Sondern manchmal mal auf den Verstand hören. Oh! Sollten wir ein bisschen taktischer hier durchgehen? Man kann Gegner markieren mit Steuerkreuz nach oben. Gut zu wissen. Und einen Countdown. Wenn man die Steuerkreuz nach oben 5 Sekunden hält, dann geht quasi ein gemeinsamer Countdown los, auf den man dann rechtzeitig reagieren kann. Das ist ja super. Ah, nice. Lootet ihr mal hier vorne? Ich weiß nicht, lootet man gemeinsam oder separat? Das wäre auch interessant zu wissen. Also ich habe in einem anderen Video gesehen tatsächlich, dass jeder sein eigenes Loot bekommt. Also wenn du Loot bei einem Gegner hast, dann heißt das noch lange nicht, dass für mich Loot auch angezeigt wird. Du siehst dann so eine grüne Säule. Ja. Okay, man kann sich das nicht gegenseitig wegnehmen. Das finde ich eigentlich ganz gut. Sonst denkt man ja doch häufig dazu, den anderen das wegzuschnappen. Da sind Gegner wieder vorne, Vorsicht. Stufe 4. Echt? Ja, auf der Straße in der Mitte. Machen wir Kreuzfeuer. Ich schieb mal meinen Impuls. Ach, der geht nicht so weit. Irgendwie? Ist ja doof. Aber Rattenben hier. Du, geh du auf der linken Straßenseite und ich. Okay, oder du schießt einfach schon drauf los und wir gucken, dass wir das zurückkriegen. Ich krieg Erfahrungspunkte für Rattentöten, das ist doch toll. Sehr gut. Ja. So, kommst du mit nach vorne? Ja. Dass wir die Gegner hier ausgeschaltet kriegen. Komm, du nach links, ich nach rechts. Andersrum, aber ja. Wow, Respekt. Das war Götze bestimmt, oder? Ja. Und damit haben wir Götze auch noch nicht an unserer Seite. Lass dich mal anschauen hier, ne? So, zeig mal deinen knackigen Hintern und deine hübsche Gesichtsbehaarung. Oh ja. Sieht genauso aus wie ich, verdammt. Naja, ich habe auch schon einige Mods. Ja, man sieht schon, du hast schon ein bisschen mehr inzwischen freigeschaltet, hat schon ein bisschen gespielt. Ja, sehr hübsch. Ich bin durchaus gespannt. Emotionen. Sie können Emotionen wählen. Ah, nice. Sir. Sehr cool. Schau mal hier.
Willkommen in unserer Runde, Sir. Ah, sehr schön. Sehr, sehr geil. Coole Sache auf jeden Fall. Also mit Amazonen, mit den Emotionen gefällt mir schon mal. Wie machst du die denn? Steuer kurz nach unten und dann eben aussuchen. Ah, ist ja toll. Da gibt's gleich mal einen Applaus so. Für. Kann auch Kapitän. Ist auch schwierig, die auszuwählen. Gehen wir zur Virusforschung oder was? Ja, auf jeden Fall. Genau. Dahin geht's jetzt. Ja, dann müssen wir da hinten innen rein. Hä? Okay. Also ihr lauft gerade in unterschiedliche Richtungen, Jungs. Oh. Siehst du oben auf deinem Radar, wo du lang musst, ne? In dieser Ja, stimmt. Das haben wir jetzt ein bisschen ignoriert. Wie du auch interaktiv siehst. Lieber Herr Götzler, kann man sich denn irgendwie hinhocken, außer in Deckung zu gehen? Nein, das habe ich auch noch nicht rausgefunden. Ah, okay, das finde ich schade. Gerade wenn man sich mal ein bisschen anpirschen will oder so, fände ich es doch cool, wenn man sich da hinhocken könnte noch. Habe ich bisher auch vermisst. Okay, vielleicht kommt das mit der Folge dann noch, das Feature, oder wird nachgepatcht oder so. Dafür gibt es ein sehr ausgefeiltes Deckungssystem, dass man sich eigentlich überall kann. Der Hund ist bestimmt nicht freundlich, oder? Der macht nichts. Okay. Ich würde Hunden niemals was antun, aber ehe er mich auffrisst... Nö, der ist nett. Der verteilt höchstens ein Virus. Ja, da ist ja alles in Ordnung. So, könnt ihr immer auf das Mädchen warten, ja? Ja, Entschuldigung. So, du geh mal in die Mitte, McGrath. Ich passe ein bisschen auf den Hintern auf. Ja, ja. Die nächste die Aussicht und so. Ich verstehe schon. Ja. So, da hinten sind Plünderer. Okay. Kann man die vielleicht flankieren, dass ich so ein bisschen von rechts rangehe oder so? Der Gelbe ist ein stärkerer Gegner, der Linke, ne? Okay. Der hat ein Schild auch noch. Okay. Was bedeutet denn dieses grüne fast Viereck? Dreieck, meine ich. Das ist unsere Mission. Genau. Ah. Okay, ich bin hinter euch, ich bin bereit. Ich kann meine Handgranate auf jeden Fall erstmal hinschicken. Okay, schick deine Handgranate. Handgranate. dann Schwerlingsgas. Leg einfach los, die kommen auf uns zu, wir müssen langsam aktiv werden. Soll ich wieder ein bisschen Staub werfen? Auf da. Aua, das tat weh. Oh! Ach, erste Hilfe. Steuer kurz rechts, alles klar. Da merkt man auch gleich die Besonderheit von einem RPG, dass also... Ich bin gleich tot, ich geh mal in Deckung. Ja, mach das mal. Dass die Gegner eben nicht beim ersten Schuss zu Boden gehen, auch Kopfschüsse führen nicht direkt zum Tod. Sehr gut. Sondern, ja, hab ich auch gemerkt. Sondern jeder Gegner hat eben eine gewisse, wie sagt man, eine gewisse Energieanzahl, wie das eben bei Rollenspielen auch so ist. Und die muss man eben erstmal runterballern, ne? Finde ich aber gut. So, Reparaturholster. Schon mal nicht verkehrt. Nicht bekommen haben. Und Handstopp. Coole Sache. Auf jeden Fall erstmal hier alles einstecken. So, finde ich aber auch gut, dass es RPG-Style ist, dass du nicht einfach auch Bosse mit einem Schuss erledigst, sondern dass du halt wirklich dann auch bei Gegnern teilweise ein paar Schüsse mehr brauchst oder so. Passt ganz gut ins Spiel, finde ich. Ist aber halt ungewöhnlich, wenn man Shooter gewohnt ist, wenn man eigentlich weiß, und Gegner pumpst du mit dem Kopfschuss und natürlich sofort um normalerweise. Exakt. Ja. Aber was will man sich beschweren? Also ich meine, man spielt ja, das ist halt ein RPG, ein Shooter-Design, und es spielt sich wie ein Shooter, sehr gut, finde ich jetzt schon. So, es fühlt sich wirklich an wie ein guter Shooter, Third Person. Aber eben mit RPG-Elementen, das finde ich wirklich, also ich will mich nicht beschweren. Was ist denn das für ein lilanes Symbol jetzt hier auf der Karte zum Beispiel? Ein lilanes Symbol, siehst du? Hier, interagieren. Was haben wir denn da? Echt? Wo hast du das gesehen? Ah, cool. Auf dem Radar. Auf der Karte hast du das gesehen? Ah. Ja. Warum kann ich das nicht öffnen? Warte mal, sie haben Schaden genommen. Tippen Sie eins, um das erste Hilfeset zu benutzen. Ah, sehr cool, okay. Ich denke mal, später wirst du auch die Leute heilen können, ohne dass wir so ein Erste-Hilfe-Set brauchen oder so. Das da hat sich jemand Laserpointer auf die Waffe geschustert. Sehr cool. Mhm, ich habe mir auch gerade ein anderes Visier drauf gemacht und alles. Das kann ich mal ganz kurz zeigen. Kann man wahrscheinlich immer Inventar dann entsprechend die Waffen anpassen, ne? Mhm. Ah, okay. Ja, wir kommen cool, da jetzt schon. In eine kontaminierte Zone, ne? Da müssen wir drei so Dinger aktivieren. Hey, spawne mal nicht. Kriegen wir schnell. So, ich bin hinter euch. Werden wir dann auch gut bezahlt für diesen Job? Ich spotte ja nicht, ich sage euch ja nur, was uns blüht. Wieder so ein Drecksjob. Jeden Tag aufs Neue so ein Drecksjob. Anrufbeamter von Price a Horse, das war hier eine Nebenmission, denke ich mal. Lass uns erstmal liegen. Masken auf. Wie setze ich die auf? Ah, kommt automatisch. Macht er automatisch. Also wir müssen jetzt diese Dinge aktivieren und können den ganzen... Hier sind auch lauter Kisten in dem Haus. Also ob man das jetzt in der Aufnahme gehört hat, aber tatsächlich hat es gerade hier einige
Tonspuren gegeben, die halt vom Controller wiedergegeben wurden. Genau, die Tonsprüche kommen über den Controller, das ist echt sehr nett gemacht, ja. Ja, finde ich ja auch. Wobei es natürlich genauso wie sowas, was wir gerade machen, ein bisschen unpraktisch ist. Weil du den Ton halt nicht ganz so gut hörst. So. Also im Moment bin ich noch ein bisschen, bisschen überfordert. Es ist im Moment noch ein bisschen viel. Also wieder so ein typisches Spiel, in das man sich erstmal einarbeiten muss. Ne? Achso, ja. Der Götz, der übernimmt hier gerade die ganzen Jobs. Aber man kann auch für die ganzen hier bei Schränke mir schon können mal die eure Munition wieder auffüllen. Ja, ich plündere gerade lieber neue Jacken und so. Ich hätte gerne eine Jacke, die zu meiner Haarfarbe passt. Genau. Neue Kleidung tatsächlich. Richtermaske, nice. Hallo. Options aussehen. Okay, also es ist schon mal ganz cool, dass du so Schränke und alles plündern kannst und durchsuchen kannst. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr geil gemacht. Bin ich schon mal positiv überrascht. So, ich würde sagen, wo genau haben wir jetzt Moni gesehen? Ich probiere gerade nochmal Klamotten an. Wir haben bloß noch ein Zeitfenster von 4 Minuten, ne? Wie jetzt? Ach so! Oben läuft ein Timer. Gehen Nein! wir hoch? Tatsächlich. Wir haben nur noch Ich gehe den mal nach letzten oben. ganz oben. Ach so. Okay, das schafft man in 4 Minuten, meinst du, oder? Und dann müssen wir raus und noch ein paar Gegner eliminieren und so ein Ding Okay. aktivieren. Okay. Ich war gerade mit Klamotten beschäftigt. Das war jetzt einfach wichtiger. Kann es in Gebäuden auch Gegner geben oder gibt es die immer noch auf offener Straße? Ich glaube, ich habe hier in dem Gebäude noch keine gesehen. Aber an grundsätzlich sich in im Gebäude Gebäuden natürlich, schon. ja. Kommt ihr hoch? Jo. Ja, das wird auf jeden Fall eine ganze Zeit wieder dauern, bis man sich hier ein bisschen reingefuchst hat. Das auf Was jeden wirklich Fall, sehr aber es ist auf cool jeden Fall ist ein eben, Spiel, dass man was. nicht nur Kleidung, sondern eben auch Waffen anpassen kann, ne? Ja, das auf jeden Fall. Ja, gerade so ein Setting passt das ja auch super rein. Wow, es ist hell. Okay, sehr nice. Ja, von der Animation auch richtig gut, wie er dann so über diese Säule rüber hüpft oder so. Oh, okay. Ich bin gleich da. Kommen wir? Ja, bin direkt hinter McGrath. Ja, Robli damit ein bisschen. Wir machen Ich direkt die werfe erstmal Flanke, eine okay? Brandgranate Okay. auf die ganzen Linken. Feuer. Oh, die brennen. Warum brennen die? Ja, Brandgranate heißt es. Ach, Brandsatz. Brandgranate. Ich verstehe mal, der Götze Ja. nicht. Der Götze nusselt so. Ich verstehe ganz gut. Ach so, gut. Da liegt's an meinen Ohren. Ja, auf Okay, jeden cool. Fall. Ich meine, es ist ja bei jedem Spiel eh so, dass der Koop-Modus ja eh Bock macht. Da kann das so scheiße kann das Spiel gar nicht machen, sein fast, dass das Spiel im Ja, das Koop nicht stimmt. Spaß macht. Sehr Das gut, Aber langsam. die taktischen Möglichkeiten sind dann hier schon ziemlich cool dann, ne? Wenn du die Ja, Gegner auf jeden flankieren Fall. kannst und. Sehr gut. Also Götzler kennt sich aus, der macht hier schon die ganze Arbeit für uns. Ja. Aber Damit wir wir lernen Nappels hier deswegen nicht auch völlig nichts. Das ist versagen. das Problem. Bitte? Wir lernen aber auch nichts. Na gut, also im In Endeffekt der musst du jetzt Kiste, da muss wahrscheinlich der Loot diese. für euch drin sein. Ich glaube, ich bin schon zu überladen, weil ich mir zu viele Klamotten mitgenommen habe. Ich muss erstmal Nee, den nee. McGrath daran lassen. Also, eine neue Winterjacke, her damit. So, Jetzt kann man hier mal die jetzt. Feuerwehrleiter runter? Ja, ne, kann man. Big Plündern, Objekt anlegen. Das ist ein neuer Rucksack. Cool. Sieht jetzt anders aus, ich habe nicht das Gefühl. Ah, hier geht's runter, okay. Ja, so. Das Spiel wird ja am Lalalala. 8.3. dann offiziell auf dem Markt erscheinen. Ja. Das heißt, bis dahin kann sich ja noch ein bisschen was tun, wahrscheinlich nicht mehr allzu viel, aber ich denke, es sieht bisher eigentlich ganz gut aus. Wie wär's mit ein paar neuen Texturen? Würdest du dich etwa beschweren? Nein. Wollt ihr die nächste Mission auswählen? Nächste Mission können wir in der nächsten Folge machen, oder? Machen wir jetzt einfach schon mal einen Cut. Ja, ist eine gute Und Idee. in der zweiten Folge gibt es dann die nächste Mission einfach, würde ich sagen. Wir kommen hier eh nicht Wir weiter, man kuscheln kann hier hier noch ein nämlich nicht bisschen zusammen. runterlaufen. Echt? Hier ist eine unsichtbare Wand. Okay, Du wir finden musst auf heraus, wie man da Kreis, runterkommt. Alter. Danke. Auf Kreis. Okay, alles klar. Dann bis zum nächsten Mal. Oder Bei zur mir nächsten natürlich nicht, Folge. ja. Bis zum nächsten Wenn Mal, uns der ciao. Virus nicht heimsucht, Tschüss. wird sie kommen. Macht's gut, Tschüss. ciao.